Ist man unterwegs auf der Elbe, so kommt man irgendwann auch nach Loschwitz, einem kleinen Vorort von Dresden. Die Schönheit der romantischen Landschaft wird es wohl sein, die heute wie früher besonders Künstler immer wieder angezogen hat. Vor etwa 100 Jahren fuhr dieser kleine Schaufelraddampfer, die Fähre Blasewitz, über die Elbe. Es gab noch keine Brücke. Und man musste sich dieser neuesten technischen Errungenschaft bedienen, um das andere Ufer zu erreichen. Das alte Fährhaus in Loschwitz. Dieses Foto vom Dorf mit seiner Kirche und den alten Weinbergen stammt aus dem Jahre 1862 und ist das älteste von der Gegend überhaupt. Der Künstler, durch dessen Bilder wir einen Blick auf jene längst vergangene Zeit werfen können, heißt August Kutsch. Er wurde am 20. September 1836 geboren. Durch glückliche Umstände sind 700 seiner Fotografien erhalten geblieben. In diesem Haus am Rochwitzer Busch hat August Kutsch Zeit seines Lebens gewohnt und gearbeitet. Als ältester Sohn musste er den Eltern bei der Arbeit im Weinberg und Garten helfen, obwohl er eigentlich Maler werden und an der Kunstakademie studieren wollte. Und wer weiß, ob er je die Kunst für sich entdeckt hätte, wäre er nicht schon in jungen Jahren mit berühmten Künstlern in Verbindung gekommen, die im malerischen Loschwitz Quartier bezogen. Auch der Maler Ludwig Richter verbrachte von 1852 bis zu seinem Tode die Sommer in Loschwitz. Gleich bei seinem ersten Aufenthalt arbeitete er im Hause der Familie Kutsch. Und er war es wohl in erster Linie, der den erst 16-jährigen Sohn zur künstlerischen Arbeit anregte. Ein Nachbar Kutschs, der Maler und Fotograf August Niemann, übrigens unbekannt geblieben, animierte Kutsch um 1860 zu ersten fotografischen Versuchen. Nach dessen Tod erwarb Kutsch, 24-jährig, von der Witwe Niemanns die Fotoausrüstung. Einige von Kutschs fotografischen Utensilien sind erhalten geblieben. Dazu 66 Originalplatten. 1861 begann Kutsch zu fotografieren. Ohne jene berühmte Erfindung des Franzosen Daguerre, nun schon 150 Jahre alt, wäre dies allerdings nicht möglich gewesen. August Kutsch arbeitete mit sogenannten nassen Kollodiumplatten. Aus der Dorfapotheke bezog er die dafür notwendigen Chemikalien. Diese Platten mussten unmittelbar vor der Aufnahme präpariert, im nassen Zustand belichtet und anschließend entwickelt werden. Sehr lange Belichtungszeiten waren erforderlich. Kutsch benutzte einen fahrbaren Dunkelkammerwagen, mit dem er bei seinen Landschaftsaufnahmen durch die Gegend ziehen musste. Einen wesentlichen Platz in Kutschs Schaffen nahmen Naturstudien und Stillleben ein. Sie bestechen durch fotografische Noblesse und weisen wohl am deutlichsten aus, dass sich hier ein Fotograf mit dem Blick des Malers, mit künstlerischem Blick, seinem Gegenstand genähert hat. Kutsch nannte diese freien Arbeiten Studienblätter und er empfand sie als seine wesentlichsten, weshalb er sie in das Werkverzeichnis aufnahm. Unverkennbar die handwerkliche Qualität, die auch den heutigen Betrachter fasziniert. Mehrere von Kutschs Arbeiten wurden auf Ausstellungen ausgezeichnet. Zu den Studienblättern zählen auch jene Aufnahmen, die der Fotograf von den ländlichen Anwesen und seinen Bewohnern in Loschwitz und Umgebung machte. Auch diese Blätter sind sorgfältig erarbeitet und arrangiert. Und oft gelingt trotz der langen Belichtungszeiten der Eindruck einer Momentaufnahme.
Nicht allein die Liebe zum Heimatort wird es gewesen sein, dass sich August Kutsch vorrangig hier betätigte. Eine größere Mobilität hat sein fotografisches Verfahren, man denke nur an den Dunkelkammerwagen, wohl nicht zugelassen. Die Arbeitsweise heutiger Live-Fotografen, von einem Motiv in schneller Folge viele Aufnahmen zu machen, um sich dann später in Ruhe das Brauchbarste aussuchen zu können, wäre unter den damaligen Bedingungen nicht möglich gewesen. Der Weinberg der Familie Kutsch. Kutschs Frau ist hier mit ihrer Schwester bei der Arbeit zu sehen. Die Tür zum Schöpfbrunnen im Grundstück. Wenn man bedenkt, dass alles Wasser, auch das für die Dunkelkammer, von diesem Brunnen geholt werden musste, wird einem die Leistung Kutschs besonders bewunderungswürdig. Der Brunnen der Familie Felsner ist bis heute erhalten. August Kutsch erarbeitete nicht nur freie Studienblätter, sondern erfüllte auch die Aufträge einer immer zahlreicher werdenden Kundschaft. Das Atelier war sein eigener Hof, weshalb er sich manchmal scherzhaft Hoffotograf nannte. Auch einfache Leute, die sich nie ein Bild hätten malen lassen können, konnten sich nun dank der Fotografie verewigen lassen. August Kutsch hielt bedeutende Ereignisse des Ortes fest, sozusagen als Bildreporter. Die Einweihung des Ludwig-Richter-Denkmals in Loschwitz 1884. Das Hochwasser in Loschwitz 1890. Immer wieder bis heute wird Loschwitz vom Hochwasser der Elbe betroffen. Die Dampffähre von 1862 genügte längst nicht mehr den gewachsenen Verkehrsbedürfnissen. Die neue Technik hielt Einzug. 1891 wurde mit dem Bau einer großen Brücke über die Elbe begonnen. Diese Brücke ist das berühmte Blaue Wunder, dessen Bläue man gegenwärtig gerade wieder zu erneuern versucht. Es ist zu hoffen, dass dies nicht viel länger dauern wird, als der Bau der Brücke damals insgesamt gedauert hat, nämlich 2 Jahre. Nach der Probebelastung wurde das Blaue Wunder für den Verkehr freigegeben. Der Chronist Kutsch stieg mit seinem Sohn Otto auf den höchsten Punkt der Brücke und hielt die Einweihung für die Nachwelt fest. Loschwitz. Hier hat sich das Leben des Fotografen abgespielt. Hier hat er fast alle seine Motive gefunden. Hier hat er seine wichtigsten künstlerischen Begegnungen gehabt. Hier sind einmalige künstlerische Werke und wesentliche Zeitzeugnisse entstanden. Mit der Zuordnung zur sächsischen Aussprache habe übrigens nicht nur ich Probleme, sondern auch unsere Landsleute im Westen. Sie haben sogar größere Schwierigkeiten. Nicht genug damit, dass bei ihnen der Aussprache nach alles Östliche, mit Ausnahme von voll ausgefahrenem Harald Junge Berlinisch, zum Sächsischen zählt. Also was man so Thüringisch nennt und Anhaltisch, Vogtländisch, Meiningen, Tabarz, Sondershausen, Erfurt, Nordhausen, Kölleda, Hettstedt, Magdeburg, Halle. Fast die ganze DDR gehört in ihrer fernwestlich geprägten Vorstellung zumindest sprachlich zur sächsischen Krone.
Und noch mehr. Ich hatte schon recht ernsthafte Auseinandersetzungen mit Neubürgern aus Frankfurt am Main und Köln, die allen Ernstes behaupten wollten, dass Erich Honecker gesächselt habe. Die Welt, aus der ich komme und die mich geprägt hat, ist vergangen. Ein lakonischer Satz, geschrieben in seinen Memoiren etwa 50 Jahre nach seinem ersten Patent. Wie aber kann man diesen Satz begreifen, ohne die weltverändernden Widersprüche unseres Jahrhunderts? Als junger Zeitgenosse hatte er das Glück, an der Berliner Universität Wissenschaftler und Gelehrte zu erfahren, deren Ruhm heute noch nachklingt. Geprägt aber hat ihn auch seine Fähigkeit, gegen harte Widerstände zu bestehen, in einem Umfeld krasser wirtschaftlicher und sozialer Probleme. Seine Erfindungen auf dem Gebiet der Rundfunktechnik lassen das Radio zum Massenmedium werden. Der internationale Durchbruch gelingt ihm 1930 mit der Erfindung der elektronischen Bildübertragung. Der erste Schritt zum elektronischen Fernsehen unserer Tage. Manfred von Ardenne ist 23 Jahre alt. Die erfolgreiche Forschung auf dem Gebiet der Elektronenstrahltechnik bringt schließlich das eigene Institut in Berlin-Lichterfelde. Das hier entwickelte Elektronenrastermikroskop wird zur Weltspitzenleistung. Doch seine Leistungen sind auch gefragt bei der faschistischen Marine und Luftwaffe. Er liefert funktechnische Entwicklungen. Andererseits beschäftigt er in seinem Institut Leute, für die woanders längst kein Platz mehr ist. Kontakte und Begegnungen mit dem Nobelpreisträger Max Planck lassen ihn die Entwicklung des Krieges klarer erkennen. Die Hinrichtung des Sohnes von Max Planck vergrößert die Distanz zu den Nazis nur noch. Die Einrichtungen des Lichterfelder Instituts überstehen den Bombenhagel. Doch der Weg des Forschers zum neuen Institut auf dem Weißen Hirsch in Dresden ist lang. Herr Professor Nudeng, seit Mitte der 60er Jahre haben Sie sich mit der medizinischen Forschung zugewandt. Speziell der Krebsforschung. Nicht nur Krebsforschung. Nicht der Krebs, aber anderen medizinischen Bereiche auch. Ja. Sauerstoffanwendung. Der Zellphysiologe Nobelpreisträger Otto Warburg schrieb ihn damals in einem Brief, ich zitiere, Sie können jetzt nur noch einen Fehler machen, weil Sie entmutigt werden, durch zu viel Widerstand zu früh aufzugeben. Nach 20-jähriger Forschung sind Sie entmutigt, oder gehört der Mut zu den besonderen Eigenschaften eines Forschers? Der besondere Rat von Warburg, ja, war ja, dass er sagte, ein Wissenschaftler muss den Mut haben, sich den großen Problemen seiner Zeit zuzuwenden. Und die ganz großen Probleme der Zeit sah ich mit Warburg zusammen auf dem Gebiet der Medizin. Also es ist mit objektiv festzustellen, dass unsere Bemühungen zur Entwicklung der Krebs-Mehrschritttherapie mit Hyperthermie, also mit künstlichem Fieber, aber das ist nicht ganz richtig, also es ist hauptsächlich ja eine lokale Erwärmung, dort wo die Krebsgeschwülste sind, dass dieses Konzept heute weltweit, sagen wir mal, mindestens in ähnlicher Form angewendet wird. Aber zunächst noch für Forschungsbehandlungen, aber es ist so, diese Richtung, die anfangs großen Widerstand begeben, ist heute nicht mehr umstritten.
Es hat sich eine europäische Gesellschaft für Krebsbekämpfung mit Hyperthermie gebildet. Es sind etwa 9 internationale Kongresse gewesen über diese Richtung.